Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play 5 Minuten Schach und wir spielen gegen Sub-Zero. Okay, er spielt Mora Gambit, das werden wir mal annehmen. Ja. Mal sehen, was er so macht. Ich werde jetzt eine Variante spielen, die nicht so... Er spielt mit Läufer F4. Okay. Das ist ein bisschen anders auf jeden Fall. Ich weiß nur gerade den Unterschied nicht. Ich weiß den Unterschied zu Läufer direkt zu Läufer E4 nicht. Was kann man denn nehmen? Wir nehmen Springer E4. Ja, ich glaube, das kann man machen. Weil ich habe D5. Deswegen. Das ist der Hauptgrund. Turm D1 geht vielleicht. Oh, jetzt kann ich ja wieder zurückgehen. C4 muss er wahrscheinlich schon. Er muss irgendwie jetzt die Stellung öffnen, weil er als Läuferpaar. Ja, C4. Soll ich jetzt eiskalt ignorieren? Und den grab ich mit dem Bauern, damit mein Läufer freies Feld hat. Okay, H6. Dann Läufer G4. Okay, er möchte Springer D4 spielen. Läufer G4 trotzdem. Ich muss mich entwickeln. Okay, tauschen wir ab, spielen Turm C8. Dann habe ich noch Zeit für A6. Eventuell. Oh, jetzt kann ich Springer E4 spielen. Springer E4, Dame. Na, spielen wir A6. Ich möchte nämlich auch Läufer B5 verhindern, damit ich auf die E-Linie kann. Weil sein Läufer auf D3 steht schlecht. Ich glaube, das beste Feld war sowieso A4 bei ihm. Deswegen macht A6 schon Sinn. Ja, meine nächsten Züge werden wahrscheinlich Dame D6, wird wahrscheinlich Dame D6 sein oder Springer E4. Er wird wahrscheinlich Turm E1 spielen. F3. Okay. Wollen nicht lange überlegen. F3 ist komisch. Okay, Turm B1. Ja, okay, spielen wir B5. Auf A4 werde ich rausnehmen. Nimmt A4, Läufer A6.
Turm A8, dann kommt er wieder nach B5. Mit Turm. Turm B8. Dann B8, dann später Läufer F6, das will ich nicht. Okay, rausnehmen muss ich sowieso. Läufer A6. Oder später Dame A. Nee, Dame A5 geht gar nicht. Dame A8, Läufer B5. Dann Dame A5 vielleicht. Ja, das geht noch. Auf Läufer B7 habe ich auch Dame A5. Ganz cool. Auf Läufer C3 habe ich einen Schach. Das wäre sogar Zugwiederholung. Eventuell. Weiß nicht, ob das geplant war von ihm, aber jetzt drohe ich Turm C3. Wie gesagt, ich drohe Turm C3. Okay, Dame C8 hat er nicht. D4, Dame C2. Ich muss jetzt meinen Springer erstmal umgruppieren, glaube ich. Springer D7. D4. Na, ich muss erstmal einen Läufer da einstellen. Dame B8, das ist kein Problem. So. Jetzt haben wir doch schon eine Aufstellung, die mir so ein bisschen gefällt. AD4 kann ich nicht spielen. So, auf Dame D5 habe ich Springer F4. Mit, ja, wird eigentlich matt. Kann man schon fast sagen. Ja, Springer G2 spielen. Ah, ne, Turm. Ah, ich kann meinen Springer gar nicht decken. Scheiße, ich verliere auf Zeit. Ah ne, nicht Springer G5. Scheiße, verdammt. Ah, ich war schon wieder zu langsam.
Okay, wir hatten Mora-Gambit mit Läufer F4, ist ein bisschen komisch, aber durchaus spielbar. Okay, und jetzt gibt er mir den Bauern. Ich hab den aus diesem Grund angenommen, weil ich halt das mit dem D5 gesehen habe. Fand ich ganz angenehm für mich. Ja, und jetzt habe ich halt meinen Bauern. Ah, Springer B4. Ja, das ist natürlich besser. Wenn wir noch den Läufer vorher kriegen. Ja, gut. Jetzt kann ich auch mit dem Springer nehmen. Jetzt ist die Gefahr so gut wie vorbei. Okay, Springer B4 habe ich nicht in Betracht gezogen. Immer noch Springer B4. Springer B4 ist ein guter Zug. Habe ich gar nicht im Blickfeld gehabt. Okay, catchen. Ja, hier hätte ich, so ein Angriff war auf jeden Fall besser. A5. Weiß nicht, warum er das gemacht hat. Hier stehe ich auf Gewinn, aber ich habe wieder zu lang gebraucht. Ah, Turm G2, ja klar. Kann ich ja direkt machen. Oh, Läufer D3. Ja, gut, hier war eh schon Zeitnot. Da war doch eine richtig gute Partie. Oder was meint ihr? Sehr schön. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.